Als im Jahr 1997 auf der Zeche Sophia Jacoba die letzte Schicht gefahren wurde, schien es mit dem Bergbau ein für alle Mal vorbei zu sein. Die Zeche an sich konnten die Kumpel damals freilich nicht retten. Aber die Tradition des Bergbaus haben sie erhalten und geben sie auch heute noch gerne weiter. Auch Laien haben die Möglichkeit, das Besucherbergwerk hautnah in Aktion zu erleben. Wir waren beim Tag der offenen Tür. Nach Stilllegung der Zeche Sophia Jacoba im Jahre 1997 entstand der Förderverein, der das Schachtgerüst des Schacht 3 als Denkmal erhalten wollte und heute auch das Besucherbergwerk betreibt. Heute hat er zum Tag der offenen Tür geladen. Der zweite Vorsitzende Detlef Stab freut sich über viele Besucher. Wir befinden uns hier auf der ehemaligen Schachtanlage Sophia Jacoba und wir tun viermal im Jahr Tag der offenen Tür durchführen. Und wir freuen uns natürlich über viele Besucher, die immer zu uns kommen. Und auch viele Schulklassen kommen uns hier besuchen innerhalb der Woche, die also hier Führungen durchmachen mit ihrem Lehrpersonal. Und wie gesagt, das macht uns sehr viel Freude, hier Menschen zu führen und zu zeigen, was einmal Sophia Jacoba hier für die Menschen, für diese Region bedeutet hat. In der sogenannten Kaue wurde die Kleidung aus praktischen Gründen einfach unter die Decke gezogen. Als erstes müssen die Besucher die Schallsignale in einem Bergwerk lernen. Das ist eines von vielen Signalen. Und da gibt es eine Signaltafel, wo natürlich die Signale alle drauf sind. Und da musste jeder, der hier arbeitet am Schacht, musste das kennen und wissen, wie die Signale aussehen. Ja, so sieht es unter Tage aus, ne? Dunkel. Dann kam das erste Licht, dann sah es so aus. Und dann kam noch mehr Elektrifizierung, dann sah es so aus. So, und jetzt müssen Sie denken, dass Sie 600 Meter tief unter der Erde sind. Und genauso sieht es unter Tage aus. Ja, hier befinden wir uns also in den Barbara-Stollen. Das ist unser ganzer Stolz. Wir haben das ganze Material unten aus der Bergberufsschule ausgebaut, alles nach hier oben transportiert, alles wieder hier aufgebaut. Und das war natürlich sehr, sehr viel Arbeit gewesen, aber wir Bergleute sind viel gewohnt und sehr flexibel in der Arbeit und hat auch Spaß gemacht, hier etwas zu erstellen, wo wir den Leuten dann das zeigen können. Per Presslufthammer wurde die Kohle mühselig aus dem Berg gelöst. Es entsteht ein echtes Gefühl für die Atmosphäre während des Bergbaus, aber auch Gelegenheit, so einen Presslufthammer mal selbst auszuprobieren. Dieses ist eine Öffnung von 1,20 Meter. Davon haben wir auf Sophia Jacoba geträumt, wenn wir so eine Flöze gehabt hätten. Bei uns war durchschnittlich 80 cm gewesen, die Größe, die wir hatten, an Flözen. Ich fand es schön und das war auch nicht gerade hoch. Also man musste sich schon ganz schön beugen. Also in die Knie gehen, damit man da durchkam. Also das war nicht so leicht. Ich hätte gedacht, dass das ein bisschen höher ist und ich fand es einfach cool. Originale Werkzeuge zum Abbau von Hand, aber auch moderne Anlagen sind erhalten und natürlich funktionsfähig. Dieser Panzer hat nichts mit der Armee zu tun. Der Erfinder dieses Kettenförderers hieß Panzer. Deshalb wird er im Bergbau überall Panzer genannt, dieser Kettenförderer. Dieser Kettenförderer wird auf 250 Meter Länge mit hydraulischem Druck gegen den Kohlenstoß gedrückt. Der Hobel läuft rauf und runter, reißt die Kohle raus, schmeißt in den Panzer ab und die Kohle wird abtransportiert. Eine Führung, die auch bei ehemaligen Kumpeln die Vergangenheit wieder zur Gegenwart werden lässt. Karl-Heinz Wieschmann ist ehemaliger Bergmann. Ich war selbst 31 Jahre Bergmann. Angefangen habe ich in Wanne-Eickel, Herne, Zeche Pluto, Willem. Und nach meinem Ruhestand, sagen wir mal, habe ich viele Museen schon besucht. Und hier auf Sophia Jacoba finde dass hier viel mehr vom Bergbau gezeigt wurde, ausführlicher.